hast du gesehen? Herzlich willkommen zum nächsten Part von Mario Party. so einer. Ja, hier, der Toadette, die Toadette fliegt wirklich gerade runter. Dort der ist Toadette. Der neue Stern, weil das im Toadette. Ersten und letzten Part hat, die Toadette, hat der Samuel zum ersten Stern eingesammelt. Ja, alles klar, Junge. Du kannst halt festlegen, was du würfeln willst. Ja, ich weiß. Es ist so. Okay, also, ja, wir können auch mal sagen, wer alles dabei ist. Ich bin der Mr. Unterstrich Snow. Das ist knusprig. Dann ist noch der Kater Centauri, also der Samuel dabei. Ich bin, heiße auch Robin. Und dann natürlich noch der Kanalinhaber, der Gamer Couch, aka David. Was ist Daisy für ein Würfel? So sieht's aus. Junge, mach's halt noch weiter. Was macht die denn, Alter? Wenn sie davor. Ach, stimmt dir das ja, Toadette? Hä, was bringt dir nichts? Doch. Ja, wow. Und sie kriegt auch noch. Junge, ich habe so Pech in dem Spiel. Ja, sie wird dich übrigens überholen, das weißt du, gell? Nee, sie würde ich nicht wohnen, sie ist ja darauf gelandet, okay. Sie kriegt erstmal Yoshi, Alter. Wenn sie, Yoshi. Sie gewinnt so safe, sie muss nur noch eins Yoshi würfeln. Das habe ich gesagt, CPU gewinnt immer. CPU ist scheiße, trotzdem. Hat halt Glück, weil er die ganze Zeit scheiße gewürfelt hat. Ich sage, der CPU. Halt, ich hab diese normale Würfel, ich bin auch dumm, ne? Wieso? Achso, ja. Aber egal. Und wir haben eine 2, ach, das ist, ihr habt doch so Glück. Ja, programmiert, Alter. Ihr habt so Glück. Ja, nee, ich geh nicht auf das. Du bist so blöd. Du hättest auf das, ja, jetzt wirst du zurückgeworfen. Jetzt werden wir alle zurückgeworfen. Und mir macht's nichts aus, weil ich nur ein Feld zurückgeworfen werde. Du wirst irgendwie 10 Felder zurückgeworfen. Stimmt, das ist die Kugel. Ach, das heiße. Ja, ich werde nur ein Feld. Nein, ich wurde, ja, gut. 3 Felder. 3 oder 4, ich hab's nicht gehabt. Das ist gehabt. Akzeptabel. Ich bin der Einzige, der sich ärgert. Ach komm. Dein Zug. Ja, sonst hätte ich minus die Münzenverlust gemacht, ne? Ich also habe das alles schon. Ich muss es riskieren. Ohne 8. Ohne 8. Werd ich ganz salty. Oh weh, ich lande jetzt schon wieder auf so einem blöden Feld. Ereignis. Mein Wurf hat sich gelohnt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich bin gar nichts voranbekommen. Oh, ich kann es ja egal sein. Ja. Renn, Robin! Bowser ist einfach so in den ganzen Bildschirm rein. Also ich bin echt dafür, dass ich gerne wissen würde, was hier abgeht. Na, no, ich habe einfach nur Pech. Ich bin Münzen verdienen. Ich habe keine Münzen, die ich verlieren kann. Oh! David! So wie ich David einschätze, werden wir gewinnen. Nicht den Faden verlieren? Okay, das wird scheiße. Ich verliere immer den Faden. Ich glaube, das ist... Nee, das kenne ich gar nicht. Hey, warte, erstmal testen, was muss man denn machen? Vorgegebene Mut... Ach, das ist ja scheiße, warte, ich kenne... David, du musst oben... Nein, was machst du denn, Alter? Ich werde zu sterben. So, jetzt müsst ihr nur noch Daisy... Aha, wir haben es geschafft. Wir werden das so... Okay. Ah, ich okay, drück ZL, ZR. Moment. Leute, könnt ihr es bitte drücken? David ist so inkompetent. Könnt ihr es bitte drücken? Damit schau mal, ich bin doch links. Alter, könnt ihr mal drücken? Nein, wir üben gerade noch. Drück doch. David, was bist du so inkompetent? Du musst dazwischen, du... Boah, David, kannst du bitte einfach mal drücken? Kannst du bitte einfach sterben, David? Was ist... Hey, what the fuck? Drück doch mal Sit. Ja, guck dir das Muster in der Mitte an, Alter. Guck dir das Muster in der Mitte an. David, kannst du bitte SL und SR drücken, bitte? Sofort. Nein, du machst es ja nicht. Boah, Daisy ist so falsch. Dumm. Ich bin doch links. Oh, du bist Mario. Ja, ich weiß. Was machst du denn dann? Also ich bin doch auf der rechten Seite. Ja, was machst du? Wir werden sowieso gewinnen, ist mir egal. Was machst du für einen Mist, Alter? Also mal sehen, wie intelligent Daisy ist. David, du bist... Mann! Finde ich gut. Was im Henker? Du bist scheiße, David. Ich finde ich gut. Wir werden so gewinnen. Das warte, jetzt muss ich doch da unten lang gehen. Hä? Mein Zollkorn läuft. Ja, also ich würde sagen, Robin. Ich und Daisy haben das 3 zu 0 gewonnen. Nein, ja, du bist so behindert. Das Spiel Junge, ist so mein einfach. Zollkorn ist. Oh ja, warte! 10 Münzen. Du bist so behindert. Hey, ich bin da lang gelaufen. Ich konnte den gar nicht gesagt steuern, Junge. Hast du den Joy-Con so genommen? Nein, ich hab ihn so genommen. Aber ich konnte Mario nicht gesagt steuern. Wo bist du lang gelaufen? Ja, ich konnte Mario nicht gesagt steuern. Der ist in eine andere Richtung gelaufen. Hast du dir überhaupt die Muster angeschaut, die da waren? Ja, hab es. Oh, ich bin sogar tatsächlich verbessert. Ich bin jetzt mit David Dritter. Obwohl ich die ganze Zeit Pech hab beim Würfeln. Robin, lass mich nicht wieder mit dem alleine. Der ist voller Scheiß. Halt's Maul. Junge, was hast du getan? Kann seinen Würfel benutzen, aber es wäre Schwachsinn. So, ich werde jetzt hier aufholen. Ich werde den Kuba benutzen. So, weiß nichts mehr dran werden. Kuba-Würfel. Nein. Ja, an deiner Stelle würde ich zum Kuba-Würfel wechseln. Oder halt nicht. Oder halt nicht. Und du. Hätte jetzt 0 gewürfelt, hättest du noch einen Partner bekommen. Das geht ja gar nicht, der kann ja keine 0 würfeln.
Nee, Alter, er kriegt halt noch was. Es ist so lächerlich. Ich glaube, er hat voll Lack in diesem. Wetten wir jetzt. Daisy holt sich den Stern. Wetten wir jetzt, läuft David dann auf. Wetten wir, der Stern spawnt dann direkt hinter uns. Das heißt, Daisy hat wieder die beste Chance. Ja, wir kommen überhaupt wieder zurück, Alter. Du musst außen rumlaufen. Hätten wir. Alles klar. Ach komm. Du hast es geschafft, klasse, hinter dir. Wisst ihr, wieso sie es geschafft hat? Weil sie so schlecht gewürfelt hat, dass sie noch dahinten war. Ja. So kacke. Wetten wir, der Stern spawnt hinter uns. Todd müsste einfach weiter vorne. Dann einer muss auch fahren. Hä? Oh, keine Batterie, oder? Er surft. Ich weiß es nicht. Nee. Okay. Mein Joy-Con hatte erstmal keinen Bock mehr. erstmal disconnected, wäre zu gut im Spiel gewesen, aber dann. Och nee. Und ich bin Zweiter. Ey, ich will wieder hochkommen. Ich hab zwar übelst Pech am Anfang. Daisy bin in Platz 1. Was ich für Pech habe, wenn ich David als Teamkollegen krieg und er nicht weiß, wo er langlaufen muss? Ich hab die Aufgabe nicht gezeigt. Du musst es einfach nur laufen. Oh, jetzt geht's wieder um Skill. Ab nach vorne, Jungs. Ab nach vorne. Warte, David und ich haben jetzt noch die Chance, jetzt noch zu würfeln. David? Ja. Und Daisy gehen hier noch weiter. Das ist übrigens ein Itemshop, der verkauft diese 3 Pilze. Und dann gibt's hinten noch einen Itemshop, der ist richtig stark. Alles klar. Richtig. Goldener Turbospilz. Leute, es gibt bei dem anderen Itemshop gibt so eine Goldmünze. Was bringt die Wolke? Guck mal, wo der Türsteher steht. Ja, ich weiß, der wurde jetzt verändert. Aber sie muss bezahlen, um durchzukommen. Ich weiß, ich meine ja. Aber sonst könnte sie wieder im Kreis laufen. Du hast den Saga-Würfel generell? Wenn du jetzt nur würfelst und auf diesem Feld landest und zurückgeworfen wirst. Das ist so lächerlich. Nein, da werde ich auch meinen David zusehen. Kannst du zu an den Null? Du musst schütteln. Kannst du es mal? Ja, aber ich will nicht auf den Null kommen. Der Papa ist jetzt hier so gesaut. So, du kannst. Oh, okay, das kannst du ja nicht bestimmen. Du kommst zu mir zum Itemshop. Nein, ja, das ist kein Itemshop, das ist ein Itemgeschenk-Ding. Oh. Ach Leute, ich hab so Pech. Ja, du kriegst den Würfel, wo ein Stern drin sein kann. Lol. Du kriegst entweder 7 Münzen oder einen Stern. Ich bin zufrieden. Ja. So, Robin, nicht auf sein eigenes Feld. Deine Füße ist das Beste. Leute, jetzt habe ich Pech. Noch natürlich, wenn ich eine Minus-Ding und dann. Ja, stimmt. Ich komme, lande mindestens eine 3. Ja, gut. Guter Cooper. Hammerbruder. Hä? Ja, ist doch gut. Hat er gut gemacht. Ich muss zurückgehen. So, jetzt bitte mit Robin, mein Team oder KI. Oder 4 so. Spieler, Minispiel. David, was war das vorhin? Ich hab das Minispiel auch nicht gefühlt. Total Banane. Ich glaube, das kenne ich schon. Das kenne ich, das ist so ein Labyrinth, so ein ganz großes. Und wir müssen halt in die Mitte kommen. Und ihr könnt gegen Bananen laufen, aber wenn ihr gegen Bananen lauft, dann verliert ihr halt Zeit. Und manchmal müsst ihr aber teilweise so gegen Bananen laufen. Um doch zu kommen. Okay, ich würde sagen, Leute, könnt ihr mal drücken, bitte? Ich hätte es jetzt als erster geschafft. Also. So, ihr seid noch, sammelt es noch 20 Felder entfernt. Junge, Daisy ist noch nicht intelligent, die ist noch 90 Felder entfernt. Die spielt blöder als David. Halt's Maul. Guck mal, Nancy, die spielt echt blöder als du. Guck mal, die 60 Felder entfernt, was ist mit der? Ich bin 4. Kannst du bitte drücken? Du hast verstanden, wie es geht. Und du musst drücken. Ich hab's nicht gedrückt. So. Ah, ich drücke mal nicht, sorry. Ja, er ist immer der Nicht-Drücker. Nicht-Drücker. Das Spiel ist halt so. Ist too easy für mich. Also, ist einfach so brainless. You gotta walk damn shit. Ich glaube, mein Zollkorn reagiert. Maul läuft einfach nicht dahin. Junge! Ich steuere den so in die andere Richtung, aber der Zollkorn meint, nö. Lass es erstmal runterfallen. Bitte noch gegen eine Banane. Nein, bitte. Ich schaff's als erster. Ja, erster. Junge! Zollkorn, sag auf doch weiter. Das war so close. Weißt du, mein Zollkorn meint jetzt kurz dem bleiben. Wie läufst du denn? Richtig dumm, Alter. Also, du willst mir erzählen, dass Daisy stark ist. Hast du gesehen, wie die gelaufen ist, David? Die war ja noch bitter als du manchmal. Ja, gut. Ich hasse Bananen. So. Kann man gar nicht abklappen. Okay, in diesem Game war. Ja, ich krieg mal wieder 8 Münzen. Also, ihr seht, ich kann eigentlich das Spiel, aber. Ich nicht, ich hab nur noch 9 Münzen. Ich kann das Spiel, aber es gibt halt wieder so einen fiesen. Pleite, gib me some money. Ja, und dann gibt's wieder diesen Betrug, sodass ich wieder Pech hab. Ja, es ist immer alles Betrug. Okay, ich wette, einer von euch kommt auf den blöden Schmarrn drauf. Wetten wir. Zu riskieren. Ich nehme das. Nein, ich nehme nicht das. Du kannst ja den plus 3 nehmen. Warum sollte ich? Weil du dann weiter vorankommst und nicht Gefahr hast, auf das Feld zu kommen. Oh, warte, wenn du jetzt eine 1 würfelst, landest du auf dem Feld. Lol. Auf dem Rückwärtsfeld. Nein, ist gar keins. War der nicht vorhin 1? Ja, das wird gelöscht. Lol. Ja, jetzt wird neu gedingst.
Und da geht Bums. Daisy, ja, so, was macht Daisy? Was macht Daisy? Ich bin gespannt, was Daisy macht. Ja, aber ich dachte, ich hatte alles Kinderfreundlich und dann kommt neu gebumst. Ja, und dann kommen auch dann die Leute von meinem Kanal, die so einen netten sozialen Raum gewöhnt sind und die sehen dann, hören dann dich und dann haben die keinen Bock mehr. Und die sind voll kinderfreundlich. Sie muss die ganze Zeit den scheiß Typen Meine sagen. Langen Abonnenten wissen das. Ja. So richtig. Bestimmt. Oh, es ist so lächerlich. Wetten wir, sie kommt jetzt zu Samuel. Sie kommt zu mir oder zu... Oh, nee. Ja, an ihrer Stelle hätte ich es halt wirklich gemacht. Retard, so. Alter. Weil wisst ihr, wo dann der nächste Stern höchstwahrscheinlich spawnen wird? Da ganz hier rechts, unter dem, da wo dieser Pfeil ist, ganz rechts im Bild. Wo ist eigentlich der jetzige Stern? Ja, geh mal aufs Spielbrett, Spielbrett. Moment. Jo, du legst auf deinen Joy-Con weg. Spielbrett. Ja, wo? Was? Alter, dann würfel einfach, ist egal, dann guck ich nach. So, siehst du ihn da unten? Links unten. Das ist so ein Das ist Schwachsinn. Ja, da das, unten, okay. Ja, genau, und da rechts, über dem, rechts bei diesem Pfeil, da wird er dann das nächste Mal der Stern spawnen, wahrscheinlich. Wo ist das im Pfeil? Rechts, ganz oben, ist der Pfeil, gell? Da kann der Stern noch spawnen und er kann hier links noch spawnen beim anderen Turm. Okay. So, wird er wahrscheinlich als nächstes da spawnen. Gut, so, fällt er bis zum Stern 15. Würfel, los geht's. Übrigens, man kann maximal 3 Items tragen. Also, sammeln wir nur noch ein Item, kriegst du mit dir ein Item. Ich sag ja, die Leute, die sind selbst so gefährlich und denken. Ja, das war nur jetzt hier, das haben wir aus, dann macht das gut hier. Ich mach das mal, dann kann ich nicht verlieren. Ich bin sowieso am weitesten, Snake vom Stern. Es hört mich wegen kurz merken, von Backstack war. Bitte irgendwas Gutes. Hi. Nein. Do you wanna come to me? Das wäre gemiss. Dafür. So. Lol. Kannst du versuch doch irgendwann mal das für endgültig zu das endgültig zu beheben. Minispiel. Ja, dieses draußen, das liegt an meinem internen Misspult. Das kann man nicht. Es gibt diese, ja, da kriegt man richtig viele Münzen. Wie ist dieser Bug daran? Alles klar. Da kann man mehr als 8 Münzen. Oh, lol. Die meisten Münzen einheim. Oh, wir haben eine Bombe. Wenn er explodiert. Spring. Also soll ich vorlesen, weil ich ja. Aufgabe. Nur so. Aufgabe, die meisten Münzen einheimsen. Okay. Also nicht springen, wenn da gerade eine Bombe ist, so gut Deutsch. Gut, das ist machbar. Bitte springen im Sprung stampfen. Gut, wir können anfangen. Also, wenn du die Explosion des Bob-Bombs aussiehst, verlierst du alle Münzen. Ach so, man kann natürlich jetzt gierig sein auf die 5, aber dann ist auch das Risiko, dass man eine Ding kriegt. Das ist ja easy. Nicht easy. Sit, erstmal auf Bombe springen. Oh. Schon wieder auf Bombe. Nein. Ich hab minus 7. Man verliert ja alle, wenn man auf die Bombe kommt. Ich hab 1. Ich hab 3. Alle, ich hab die 3. Hey, man verliert alle, wenn man auf... Ja, das ist so, auch gerade so. Das ist so ein Betrug. Ja, ist doch Betrug. Betrug. Ja, ich hab die Art wenigsten. Vor allem, jetzt kriegst du auch noch die 14 Münzen. Guck mal, ich spiele die ganze Zeit so gut. So lecker, Alter. Überholt mich sogar David fast schon mit den Münzen. Ja, hier, so bald wirst du platt gemacht von mir. Hey, ich war die ganze Zeit letzter, also ich überhol dich. Ich werde jetzt nicht. Na, Party bin ich eigentlich gar nicht mal so scheiße, außer der Betrug von den Bots ist da. Oh, so lecker. Du kannst es schaffen mit dem Cooper-Würfel, kannst es sofort zum Stern schaffen. Aber es ist, weißt du, ich habe auch die Chance. Ja, du landest sonst auf dem blauen Feld, kann ja nichts passieren eigentlich. Ich mach das, aber kann ich nicht zu verlieren. Hä, wieso machst du das? Also, Junge, 1, 1, 2, 3, 3, 10. Ja, aber guck mal, du landest auf dem blauen oder du könntest es zum Stern schaffen. Also, ich würde es machen, aber... Ich würde zum Stern gehen. Ja, du setzt den an, dann schaffst du es aber so oder so nicht zum Stern, das weißt du ja, gell? Du kannst es jetzt nicht mehr zum Stern schaffen, wenn du so machst. Weil du brauchst eine 12 zum Stern. Hä? Das ist so ein Schwachsinn. Da hättest du gleich nur den nehmen müssen, du hättest 10 plus... Das sind doch keine Tipps, keine Tipps. Boom! GG auf jeden Fall, solide Sache. Solide, hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt für mich. Na, du landest auf diesem Unglücksfeld. Boah, bitte lande auf dem Unglücksfeld. Ja, ich weiß, was ich glaube ich an deine... Achso, nee, das kannst du gar nicht machen. Kostet 30. Komm, klau bitte den Bot. Ich klau dir Münzen, Alter. Oh, was, 30? Du kannst... Das hat doch früher der Buhu gemacht, Das könntest nur du machen, den Stern klauen, du Sugar Daddy. Nein. Hä, es könnte jeder außer du machen. Wieso mir? Mach doch zufällig. Wieso mir? Ich bin doch sowieso schon der Letzte. Aber du hast Münzen. Hä, das ist doch egal. Du kannst mir nicht mehr klauen als anderen. Doch. Boah, Junge, du kannst. Wieso Junge, du bist so dumm. Weil statt dass du Daisy klaust, die sowieso Erste ist, dann wärst du Erster. Ja, nein, Daisy, ich hab nicht der Erste, stimmt. Ja, ihr doch beide stehen. Hättest du Daisy welche geklaut, dann wärst du Erster. Aber nein, du musst aber ja mir welche klauen, ja. Für mein Pechfeld. Ja, verdient. Oh, komm, bitte, verlierst einen Stern. Das wäre so Karma. Das wäre so verdientes Karma. Das wäre so verdientes Karma, bitte. Ja, halt das Roulette an. Bitte, bitte.
Der Stern wird versetzt. Ja, an mich, auch. An mich. Und das wäre sehr so geil. Alles klar. Oh, bitte, 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 bitte. Damit, 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 damit. Nein. Damit. Ach so, nein. Ach hey, so, das, ist doch, das ist ja das Ekel. Oh, das ist doch so ein das ist doch so lächerlich. Ja, natürlich wird es auch noch von deiner Fresse. Ja, das kommt schon. Nein, das ist direkt hinter dir. Ha. Kriegst du wenigstens die Sterne nicht. Ja, ich krieg ihn auch nicht. Ach komm. Aber ich bekomme den vielleicht noch, oder? Scheiße. Ich bekomme den vielleicht. Junge, weißt du, wieso klaust du mir welche? Hättest du Daisy welche geklaut, dann wärst du erster. Das ist doch egal. Ich bin doch sowieso der Letzte. Wieso klaust du mir dann welche? Mr. Snow ist ein bisschen angepisst gerade. Junge, jetzt hab ich die wenigsten Münzen. Hättest du Daisy welche geklaut, wärst du erster. Aber nein, du musst dann natürlich mir welche klauen. Jetzt hat Daisy die besten Chancen, auf den Stern zu kommen. Super. Man muss Rivalitäten erschaffen. Ja. Lol, ich kann jetzt sogar noch bekommen den Stern. Nein, jetzt kriegt Daisy den Stern. Hast du super gemacht. Ja, stimmt. Ich krieg Daisy den. Richtig saftig. Mann, das hätte ich denn nehmen können. Diese... So juicy. Boah, ich sag ja, der Bot gewinnt. Nein, nicht der Bot gewinnt, sondern Samuel macht Scheiße und deshalb gewinnt der Bot. Der Bot gewinnt irgendwie immer. Ja, weil David. Ja, genau, da. Komm, Robin Frieden. Wenn wir jetzt spawnt er wieder. Ja, genau, ich weiß, wo er jetzt spawnt. Und so, da komme ich nicht dran, wo er jetzt spawnt. Weil ich da am weitesten weg bin. Ist so auf jeden Fall solide, faire Runde. Ja. Richtig solide, Alter. Macht Bock. Wie lange geht der Bot? Komm zu mir, Toilett. Komm. Weiß nicht, den Part langsam mal beenden oder so? Ja, klar, nach dem... Toilette gibt Gas. Ich würde auch länger als Viertelstunden Part machen. Ich würde 20 Minuten machen, aber... Mach ich sonst auch. Bist du wieder zurück? Hä? Hey, das ist halt so ein Betrug. Das ist halt so lächerlich. Besonderes Ereignis. Ja, der läuft auch noch freiwillig. Ach, komm. Oh. Ach, so, komm. Jetzt wollen wir uns erst mal wieder orientieren und schauen, wo eigentlich jetzt der Stern hin ist. Hey, das ist doch scheiße. Hey, du weißt doch, wo der Stern ist. Der ist da hinten und da kommen ist... Stimmt, du okay, komm, ich zurück. So, jetzt probier's mal zu würfeln und mein Glück. Ich bin richtig saftig. Junge, du bist. So. So juicy, werden die juicy. Yay, immerhin 4 Punkte. Ich dachte schon, mir wird ein Stern geklaut und dann wird er einfach nur versetzt. Hey, geh aufs Versus, David, geh aufs Versus. Ey, ich schaff's nicht auf Versus. Oh shit. Nee, ich schaff's nur als Zweiter, was ist denn da? Ja, geh da lang. Geh da lang, komm, Moment, Excel. Aber hier ist doch. Geh da lang. Das ist so, nein, ja, jeder nicht. Doch verbündet das. Nein, ja. Das ist aber dann bist du aber weiter weg von. Kommt man dann zweiter zweiten Verbündeten? Nein, dann wird der ausgetauscht, das bringt dir nichts. Ist sicher? Ja. Ja. Dann bin ich ja wirklich weiter weg vom Stern, ne? Ja. Ja. Ist so. Ja! Es ist halt gerade. So. Ja. Ja gut, mach. Nee, wenn stimmt, du hast Rest. Weißt du, auch wie ich die jetzt von Robin angekeilt, das ist falsch. Ich vertraue dir, ich vertraue es jetzt wirklich hier. Hallo! Du raffst. Was machst du denn? Ja, jetzt andrücken. So, jetzt okay, so. Also du hättest einen zweiten Verbündeten bekommen und wärst näher am Stern dann gewesen, aber. Geil. Halt's Maul! Ich vertraue es nicht nochmal hier. das ist eine gute Einstellung. Very juicy. So, ich vertraue es nicht nochmal. So, warum ist Pech dir eine Gegner? Er wird wirklich zweiten Verbündeten bekommen. Halt dein Maul. Ja, natürlich, du kannst. Ich glaube, zwei Verbündeten machen. Also, ja, ich bin trotzdem, ich komme trotzdem nicht zum Stern hin. Na, warte, wir sind jetzt Erzfeinde. Ist mir so egal, was jetzt passiert. Ist mir so egal. Nee. Und ich weiß, wem ich es klaue. Es ist mir egal, dass Daisy erst ist. Ist mir so egal. Gleich jetzt aufs Maul. Ja, du bist trotzdem noch vor mir, weil du halt 4 Münzen hast. Na, wenn ich jetzt... Du wirst mich niemals niederringen. Ich sag dir, mein Party ist der Freundschaften. Ich bin ruhiger. Ich hätte es auch dem Bot klauen können, aber ich das wäre langweilig. Moment. Ich bring das erst um. Wieso mich? Achso. Ja, aber wieso? Herr, aber siehst du doch, dass du näher am Stern da gewesen wärst. Weißt du, ich jetzt... Ach nee, stimmt, ich bin ja vor... Jetzt kommt die Salt-Eskalation. David hasst dich, du hast mich, ich hasse dich. Ab geht's, der Bot wird ganz außen vor gelassen. Und wird einfach gewinnen, weil wir uns gegenseitig alles klauen. So, das ist sehr spannend. Ich gönn mir noch den zweiten Stern, nur hätte ich genügend Münzen. Fuck, wir essen ja am Stern. Keine Münzen mehr. Ja, nee, ich bin ja nicht näher am Stern. Für 5 Münzen lässt sich der Wump vorbei. Ich kann nichts machen. Oh, ich weiß. Pechfeldgefahr. Ich muss da doch lang. Gut, okay, dann mach ich das. Ich habe nur 2 Münzen. Ich kann nicht mehr da lang. Wenn ich jetzt auch noch auf dem Pechfeld lande und einen Stern verliere, dann. Ey, das wäre so gut. Das wäre halt der größte. So, das Münzspiel machen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dann.